Es gibt ein Prinzip, das jede Selbstständige, jeder Solopreneur kennen sollte, ganz einfach, weil es die Zusammenarbeit mit großen Konzernen, mit Behörden und jeder Form von hierarchischer Organisation wesentlich entspannter und einfacher machen wird. Welches Prinzip das ist, das erfährst du nach dem Video. Ganz, ganz viel Spaß, let's go! Moinsen, hier ist Ilja Greschkowitz. Wenn du diesen Kanal supporten möchtest, dann gib doch jetzt dem Video einen Daumen hoch, drück hier unten auf die Glocke auf Abonnieren und wenn du magst, hinterlass gerne auch einen Kommentar und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, dieses Prinzip, von dem ich heute spreche, das möchte ich gerne kombinieren mit einer Buchvorstellung. Und zwar ist es dieses Buch, das ich schon seit vielen, vielen Jahren besitze. Du siehst, es ist schon durchgearbeitet und zwar ist es das Peter-Prinzip von Lawrence Peter, der im Jahr 1969, so alt ist das Ganze schon, eine damals als Satire angelegte Studie in hierarchischen Organisationen durchgeführt hat. Und ich kann dir dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Es ist relativ dünn und man hat das so an einem entspannten Nachmittag oder Abend durchgelesen. Und die Kernaussage, übrigens, ich verlinke dir das Buch hier unten, damit du dir das auf Amazon bestellen kannst. Und die Kernaussage des Buches ist, die Kernaussage der Studie ist, dass in hierarchischen Organisationen jeder einzelne Beschäftigte, jeder einzelne Beschäftigte so lange befördert wird, bis sie ihre oder bis er seine persönliche Stufe der eigenen Unfähigkeit erreicht hat. Nochmal zusammengefasst, in hierarchischen Organisationen wird jeder so lange befördert, bis er seine eigene Stufe der persönlichen Unfähigkeit erreicht hat. In der Praxis heißt das, egal in welcher Branche man tätig ist oder in einer Behörde, man wird so lange befördert, bis man eine Stufe erreicht hat, wo man inkompetent ist, wo man unfähig ist, diese Position auszufüllen, was laut Lawrence Peter am Ende dazu führt, dass ganz, ganz viele Organisationen unfähig werden und sich praktisch nur noch selber verwalten, dabei ihre Kunden aus den Augen verlieren. Tja, und wenn wir ehrlich sind, haben wir das als Solopreneure, erleben wir das ja täglich in der Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden, mit Dienstleistern, mit Verwaltungsbehörden. Nicht wahr? Lass mich dir ein paar Beispiele dafür geben. Nehmen wir an, es gibt einen exzellenten Mechaniker bei einem großen Automobilhersteller. Der ist super in dem, was er tut und wird dann irgendwann zum Teamleiter befördert, hat aber überhaupt keine Ahnung von Führung und ist damit unfähig, diese Position auszuführen. Oder möglicherweise gibt es eine super kompetente Abteilungsleiterin im Bereich Schreibwaren in einem Kaufhaus, die extremst gut ist in dem, was sie dort in ihrem kleinen Kosmos tut und wird dann irgendwann befördert, weil eine Stelle frei geworden ist, zur Filialleiterin. Aber weil ihr der Blick fürs große Ganze fehlt, ist sie auch in dieser Position überfordert. Oder stell dir vor, es gibt einen super Lehrer, der ist super, super gut in dem, was er jeden Tag tut, der kann gut erklären, er kann gut mit den Schülern umgehen, wird dann zum Schulleiter befördert. Tja, und in dieser Position fehlt ihm aber komplett die Fähigkeit, verwalten zu können, organisatorisch zu steuern. Er hat dann dort seine persönliche Stufe der Unfähigkeit erreicht. Tja, und das passiert leider ganz, ganz häufig, dass Menschen befördert werden, weil sie in ihrem alten Job richtig, richtig gut sind, aber in ihrer neuen Position völlig überfordert. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Kennst du solche Menschen im realen Leben? Hast du schon mal Kontakt mit solchen Menschen gehabt? Dann schreib es mir doch hier unten mal in die Kommentare. Aber bitte, bitte, bitte ohne Nennung von Namen. Es reicht ja, wenn wir uns über das Prinzip unterhalten. Und unter dem Strich hat der eine oder die andere diese Stufe der persönlichen Unfähigkeit schneller erreicht. Bei den anderen dauert es ein wenig länger. Das heißt, man wird befördert, wächst mit den Aufgaben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man in dieser hierarchischen Organisation die Stufe der eigenen Unfähigkeit erreicht hat. Und dann ist man in einer Sackgasse angekommen und oftmals sind das dann so Positionen, da wird man geparkt, da wird nichts mehr wirklich entschieden, da wird nur noch verwaltet und da sitzt man die Zeit ganz einfach aus. Und wir Solopreneure kennen das ja in unserem täglichen Leben, in der Zusammenarbeit mit großen Konzernen, ganz, ganz besonders.
besonders, aber natürlich auch mit Behörden, mit Verwaltungen und aber auch jeder Form von kleineren Art der hierarchischen Organisation. Und natürlich ist erstmal die Erkenntnis, dass es dieses Peter-Prinzip gibt, schon mal sehr, sehr wertvoll. Aber ich möchte dir gerne zwei konkrete Ideen mit auf den Weg geben, wie du das Ganze für dich vielleicht nutzen kannst, dass du jetzt weißt, dass es diese Stufe der eigenen Unfähigkeit gibt. Nämlich erstens, es hilft sehr zu akzeptieren, dass es diese Entwicklung gibt, dass dieses Peter-Prinzip in der Realität häufiger vorkommt, als wir wünschen. Und zwar, indem du mit maximaler Akzeptanz und Flexibilität mit solchen Menschen umgehst. Weil die Menschen sind, wie sie sind. Du kannst andere Menschen nicht verändern. Und je mehr du da Frustration schiebst, je zynischer du wirst, es nützt ja nichts. Du wirst selber nur immer frustrierter und der andere Mensch, der bleibt ganz einfach, wie er ist. Deshalb für uns maximale Flexibilität trainieren. Denn, das ist die Faustregel, in jedem System setzt sich langfristig immer die Person durch, die die größte Flexibilität besitzt. Und natürlich ganz, ganz wichtig für uns selber, auch wenn wir vielleicht als Solopreneure, als Selbstständige eher in einer kleineren hierarchischen Organisation arbeiten, damit wir selber dieser Falle entgehen, die eigene Stufe der Unfähigkeit zu erreichen, ist es wichtig, dieses Konzept des lebenslangen Lernens nicht nur zu verinnerlichen, sondern uns jeden einzelnen Tag immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, niemals satt zu sein. Wie wichtig es ist, nicht diese berühmten Sätze zu uns zu sagen, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich alles schon erlebt. Das sorgt nämlich dafür, dass wir zufrieden werden, dass wir bequem werden, dass wir uns vor allem mit uns selber beschäftigen und dass wir nicht mehr bereit sind, dazuzulernen. Daher so wichtig, immer dazulernen, sich selbst neuen Reizen aussetzen, viel reisen, viel lesen und natürlich immer regelmäßig fort- und weiterbilden, weil dann wächst man mit den Aufgaben. Und klar, das ist durchaus der schwerere Weg. Es ist viel, viel leichter, sich das bequem zu machen und die Zeit einfach auszusetzen. Aber es ist definitiv A, der erfüllendere Weg und ist B, der Weg, der eben verhindert, dass dieses Peter-Prinzip auch bei dir oder bei mir zum Einsatz kommt. Tja, wie gesagt, lass mich gerne hier unten in den Kommentaren wissen, ob du diesem Peter-Prinzip in der Realität, in der freien Wildbahn, wie man so schön sagt, schon mal begegnet bist. Ich bin da super gespannt. Und ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen, dass es mir wie immer eine große Ehre und Freude war. Und was immer du heute noch vorhast, mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem mach es einfach. Für heute bin ich raus. Mic Drop.